Findet Karneval bei diesem Wetter eigentlich statt? Fragte sich ein Großteil der Karnevalsanhänger. Und die Antwort lautete, ja, findet er. Um 12.40 Uhr startete der Umzug am Europaplatz in Braunschweig. Vorne dabei Zugmarschall Gerhard Baller. Während Karneval in Teilen Nordrhein-Westfalens ausfiel, kamen nach Braunschweig dieses Jahr Zehntausende Besucher. Und das bei Sturmböen bis zu 90 km/h und 7 Grad. Doch wie sehr beeinflusste das Wetter dieses Jahr Zugmarschall Gerhard Baller bei seinen Entscheidungen? Aber der Sturm war natürlich ein Problem. Also es gab in den letzten Jahren ja immer wieder Absagen von Karnevalszügen, die also durch Sturm beeinträchtigt waren. Wir haben bisher Glück gehabt, das war das erste Mal, dass wir so eine Warnung heute Vormittag von der Polizei oder von der Feuerwehr hineinbekamen. Und ich war schon sehr aufgeregt und mein Vertreter auch. Und wir mussten also alle nochmal informieren. Es können Dachziegel herunterfallen, es können Aufbauten von den Wagen abbrechen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Zuschauer nicht gefährden, dass wir die Wagenbesatzung nicht gefährden. Wir müssen den Zug eventuell anhalten, die Hindernisse beiseite räumen und dann weiterfahren. Aber es ist ja nichts eingetreten. Es hat nur geregnet. Ja, es waren Freudentränen, die vom Himmel kamen. Die Stimmung ließ sich trotz Regen niemand wirklich nehmen. Unter dem Motto Braunschweig, weltoffen und international, so ist auch unser Karneval, feierten 5000 aktive Närrinnen und Narren die fünfte Jahreszeit. Mit dabei 150 Motivwagen und über 20 Musikzüge. Auch aus der Schweiz oder Tunesien waren Karnevalsgruppen angereist. Braunschweig, weltoffen und international, das ist die Stadt, und der Karneval ist genauso. Wir sind also auch international und wir sind weltoffen. Wir laden alle ein, mit uns mitzufeiern. Wir haben viele internationale Gäste. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark gesteigert. Also da bin ich sehr glücklich, dass wir also dieses Netzwerk, dieses europäische oder internationale Netzwerk auch haben. Wir nutzen die Verbindung, die Stadt Braunschweig hat, nach Tunesien, nach Bandung. Also die Gruppen waren hier, haben sich prächtig amüsiert und haben unseren Karneval sehr bereichert. Im Fokus standen noch weitere Themen, so etwa die Agrarkrise oder die Asse, die vor allem in der Region immer wieder für Aufruhr und Diskussion sorgt. Der Karnevalsumzug verlief ohne größere Aufruhr. Der Großteil der Hilfeleistungen bestand aus Schnittverletzungen durch Glasscherben. Insgesamt 46 Versorgungen hatte der Sanitätsdienst im Laufe des Tages durchgeführt. Inwiefern die Sanitäter darauf vorbereitet waren, erklärt Christian Behrens vom Arbeiter-Samariter-Bund Braunschweiger Land. Wir sind hier heute insgesamt mit etwa 160 Helfern und 62 Fahrzeugen vor Ort. Dazu werden wir wieder unterstützt von 5 Notfallseelsorgern, die auf unseren Sanitätsstationen mit aufgeteilt sind. Und insgesamt haben wir Helfer aus den Regionen Hannover, Helmstedt, Goslar, Gifhorn und Peine mit vor Ort. Die Zuschauer hingegen reisten nicht nur aus der Region an, sondern kamen teilweise von weiter her angereist, um in Braunschweig zu feiern. Wir sind ja auch so ein bisschen norddeutsch verkleidet, also nicht ganz so, wie man das wahrscheinlich hier gewohnt ist. Also so ein bisschen die Minimalversion, aber mit Hut und ein bisschen Farbe am Hals, glaube ich, machen wir eine passable Figur hier. Und weil Braunschweig auch eine tolle Stadt ist, sie ist einfach super cool und geil. Die Frage stellt sich ja eher so, wo willst du denn im Norden denn sonst hingehen zum Karneval? Jetzt mal ohne Scheiß. Also Braunschweig ist so das Ding, wo man sagt, wenn Karneval, dann in Braunschweig. Wenn man jetzt nicht in Köln wohnt unbedingt oder so in der Gegend, dann musst du halt nach Braunschweig kommen. Ja, aber das ist das Beste, was der Norden hier zu bieten hat. Das ist wirklich so. Ich war schon auf vielen anderen, wir fahren noch mal nach Köln oder so. Aber hier ist so richtig schön familiär. Das ist halt das Schöne. Und die weite Reise sollte noch belohnt werden. Nicht nur 40 Tonnen Kamelle warfen die Karnevalisten von ihren Umzugswagen. Im Anschluss vergab das Komitee Braunschweiger Karneval in der Stadthalle noch einen Preis für das beste Zuschauerkostüm. Preisgeld 500 Euro. Über den ersten Platz durfte sich das Nilpferdeballett freuen. Und danach noch weiter die Hufe schwingen auf der Zugparty mit Polonaise. Sogar ein DJ Ötzi-Double war dabei und hätte der Moderator vorher nichts gesagt, uns wäre kein Unterschied aufgefallen. Die Braunschweiger haben an dem 42. Karneval jedenfalls eins gezeigt. Sie sind nicht nur weltoffen, sondern auch das Wetter kann ihnen so schnell nichts anhaben. Hallo!